Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing. Ja, heute ist was ins Häuschen geflattert, worauf ich schon sehnsüchtig drauf gewartet habe. Denn es ist ein kleiner Neuzuwachs für meine Merchandise-Ecke aus der Kategorie eigenartig, außergewöhnlich, würde ich mal so behaupten. Ist zu 90% self-made, denn warum werdet ihr ja auch gleich sehen. Aber davor habe ich das so noch nicht gesehen, könnte 1:1 aus Etsy sein. Wer Etsy nicht kennt, Etsy ist so eine Seite wie, keine Ahnung, gibt es da was Vergleichbares? Da können Leute so selbst hergestellten Kram verkaufen zu wirklich fast jedem Thema. Nintendo sowieso, da findet man zu allem irgendwas, ob es irgendwelche Anhänger sind oder keine Ahnung, Figuren und schieß mich tot. Etsy sollte man auf jeden Fall mal gesehen haben. Aber dort habe ich es nicht gekauft, sondern habe es ersteigert bei eBay und bin sehr stolz drauf, weil das ist mega cool. Aber werdet ihr gleich sehen, ich werde auch am Ende des Videos noch so eine kleine Kamerafahrt wieder machen, wie bei der Darkwing Duck Büste, damit ihr so ein bisschen ein paar Details sehen könnt, gerade bei dem Ding hier. Doch bevor ich jetzt mit dem Auspacken anfange, ich weiß, da wird sich jetzt bestimmt eh wieder jemand beschweren, möchte ich noch was anderes erwähnen. Ich habe ja dieses Jahr schon fast beendet, so gesehen. Allerdings wird es am Wochenende ein, ich sag mal, besonderes Video geben, denn da feiere ich in einem Video mein 5-jähriges YouTube, wo ich ein bisschen was von mir erzähle, wie ich das so erlebt habe und keine Ahnung. Das Video ist auf jeden Fall schon fertig gedreht und würde mich wirklich sehr, sehr freuen, wenn einige Leute von euch sich das Video angucken. Ich kann euch jetzt schon mal verraten, das Video wird, glaube ich, 25 Minuten lang sein. Ist eine lange Zeit, aber ich laber da auch extrem viel und am Ende des Videos habe ich noch eine kleine Überraschung gemacht, geplant, etwas, was ich schon immer mal in einem Video machen wollte. Finde die Umsetzung ganz okay, muss ich sagen. Bin jetzt nicht super stolz drauf, aber es hat mir ganz gut gefallen. Aber werdet ihr im Laufe des Wochenendes sehen oder nächste Woche irgendwie so. Und das Jahr ist ja nun auch bald zu Ende. Ich wollte eigentlich noch einen Jahresrückblick machen. Bin mir nicht ganz so sicher, ob ich das noch in diesem Jahr schaffe, weil ich ab dem, lasst mich nicht lügen, ich glaube 24.12. fliege ich weg und komme erst am Silvester wieder. Deswegen abwarten. Ich versuche mein Bestes, aber ihr werdet es ja dann am besten sehen. Wegen Informationen und so ein Kram, da kann ich euch unten, ich glaube hier, hier unten ist ja irgendwo der Abonnier-Button, den ihr ja wahrscheinlich geklickt haben solltet, falls ihr Abonnent von mir seid. Und daneben befindet sich so eine komische Glocke. Wenn ihr da drauf klickt, dann werdet ihr immer per E-Mail benachrichtigt oder so. Ist ein ganz cooles Feature, habe ich auch bei ein paar YouTubern angewendet, wo ich immer die Videos gerne sehe. Und ja, das mal so als kleine Info. Und das Video wird wieder zu lang und wir packen einfach jetzt mal aus hier. Weil das Auspacken ist immer so eine Sache, die dauert ja keine 3 Minuten irgendwas. So. Also wie gesagt, ich habe es auf eBay ersteigert, bin extrem stolz drauf, weil ich habe mich sofort in das Ding verliebt. Ach ja, apropos Videos, ich bin sogar noch am Überlegen, ob ich nicht noch Neuzugänge für dieses Jahr mache. Es ist zwar nicht allzu viel, aber dann hätte ich die ganzen Neuzugänge für dieses Jahr abgearbeitet. Schreibt es mal in die Kommentare, falls ihr noch einen Neuzugang sehen wollt. Weil den Jahresrückblick könnte ich eventuell auch noch im Januar machen. Aber ich muss mal schauen. So. Knister, knister. Ich hoffe, das ist nicht zu laut. Nee. Wow. So. Gut. Zur Seite damit. Ich habe mir nämlich gekauft ein Mario Kart Diorama. Ja, das Plexiglas kann man hier runternehmen. Ich guck gerade mal, wie das funktioniert hier. Ah, okay. Also das Gehäuse kann man runternehmen und jetzt spiegelt das auch nicht mehr so extrem. So sieht das Ganze aus. Ist, glaube ich, 20 cm lang und, weiß ich nicht, 10 hoch ungefähr. Und ja, hier sieht man halt die Mario Kart Figuren auf so einer Rennpiste.
was sich so halt modelliert oder halt hin modelliert wurde mit so einem künstlichen Gras und Matsch und alles. Und beim Bowser sieht das, boah, sieht das extrem gut aus mit dem Matsch am Auto. Also ich finde das mega gut. Also es ist wirklich richtig gut gemacht. Also wie gesagt, das hätte man jetzt auch so 1:1 bei Etsy kaufen können. Von der Qualität her und von der Idee. Wirklich, da hat sich echt jemand viel, viel Arbeit gemacht. Ich finde es wirklich gut. Ja genau, ich weiß gar nicht. Habe ich schon erwähnt, was ich bezahlt habe. Weiß ich gerade gar nicht. Müssten aber so um die, ich glaube mit Versand 45 Euro gewesen sein. Finde ich völlig in Ordnung. Ich hätte sowas im Leben nicht hinbekommen und so einen komischen Kasten muss man ja auch erstmal finden. Und da steckt extrem viel Arbeit drin. Und sowas schätze ich eben. Ist jetzt nicht sowas Hingeklatschtes oder irgendwas, was jeder irgendwo stehen hat. Aber wie gesagt, ich kann euch hier gerade irgendwie gar nicht so alles genau zeigen. Deswegen wird es jetzt hier am Anschluss des Videos nochmal so eine kleine Kamerafahrt geben. Ich glaube, ich lasse den Deckel dafür auch ab, damit es nicht so sehr spiegelt. Ja, meine neue Errungenschaft für meine Vitrine finde ich extrem gut, wird auch sehr, sehr lange und wahrscheinlich auf Ewigkeit dort bleiben. Wirklich mega gut gemacht. Echt Respekt dafür. Ja, wie gesagt, wichtige Infos habe ich preisgegeben oder was ihr wissen müsst. Ich hoffe, wir haben jetzt gerade Freitagnacht. Ja, Freitagnacht. Ich schaue, dass ich das Video irgendwie heute noch hochbekomme, beziehungsweise am Samstag und dann, ja, ungern einen Tag nach einem Video nochmal ein Video hochladen. Ich widerrufe mich, ich guck mal, dass ich es Sonntag hochgeladen bekomme, das 5-jährige Video. Und ansonsten halt am Montag und je nachdem, wie ich es schaffe, im Verlauf der Woche wird es dann Freitag, wäre eigentlich am allerbesten, nochmal meinen Jahresrückblick geben und im Januar dann Neuzugänge-Video mit den Sachen, die ich jetzt noch zum Jahresende alles zusammengetragen habe. Da ist auf jeden Fall was Riesengroßes dabei, das werde ich auf jeden Fall nicht in einem Video zeigen. Deswegen lasst euch überraschen und ja, das war es jetzt soweit von mir und meinem kleinen Diorama hier. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Viel Spaß noch und haut rein!